Hallo, ich hasse uns. Ich habe eigentlich echt keinen Bock auf dieses Video, nach dem, was im letzten Video passiert ist. Wenn ich nur heute eine Mandarine auspacke, ne, beende ich dieses Video. Das ist mit einer Mandarine passiert im letzten Video, die 2 Wochen alt war. Diese Pakete sind 2 Monate alt. Wenn hier nur irgendwo eine Mandarine ist, werde ich heute in eine Schimmelvergiftung sterben. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir testen jetzt schon mal unser Glück. Dieses Paket beschreibt mein Glück für heute. Wenn da eine Mandarine drin ist, heißt es kein Glück. Wenn da keine Mandarine drin ist, heißt es Glück. Bitte lasse keine Mandarine drin sein, bitte lasse keine Mandarine drin sein. Übrigens, auch viele Leute haben mir geschrieben, dass ich deren Pakete nicht mit einem Messer zerstechen soll. Also wenn ich nicht ein Paket mit einem Messer zerstechen soll, dann schreib es mir bitte oder schreib es auf ein Paket. Einmal ein super schönes Handy, das ist nicht echt, du hast mir ein falsches Handy geschenkt. Das ist kein echtes Handy. Ein sehr schönes Buch, bin ich mal gespannt, was hier so drin steht. Need to know Buch. Ich bin Gustav, die Katze, Herr Salami, Socken Darlehen, das war's. Super schön. Ein paar Stifte. Ich mal jetzt ein Dinosaurier. Ist besser geworden, als ich erwartet hätte. Schokololli, Schokohasen, der ist sogar noch haltbar. Der ist nicht abgelaufen, danke. Also ich würde sagen, das Video wird eigentlich gut. Ich meine, es war keine Mandarinenpaket. Viele haben sich auch beschwert, dass ich im letzten Video zu undankbar mit den Paketen umgegangen bin. Und ja, ihr habt recht. Dafür möchte ich mich jetzt aufrichtig entschuldigen und ich werde ab sofort vorsichtiger mit den Paketen umgehen. Es tut mir leid. Okay, fangen wir an mit dem ersten richtigen Fanpaket. Das ist dieses hier. Nein, Spaß, das ist nicht das echte Fanpaket. Das wäre ziemlich gemein, wenn ich das machen würde. Das ist das echte Fanpaket. Was ihr nicht wisst, ist, dass ich diese Szene eben bestimmt 5-mal versucht habe aufzunehmen. Irgendwie hat es nie funktioniert. Deswegen habe ich ein Paket, was ziemlich noch am Rauchen war. Nicht am Brennen, das war am Rauchen. Habe ich dann ins Badezimmer gebracht, um das ein bisschen ausqualmen zu lassen. Und naja, der Badewanne hat das vielleicht nicht so gefallen. Ich habe wohl keine andere Wahl, als jetzt meiner Mutter Bescheid zu sagen. Bin gespannt, wie sie reagieren wird. Das wird echt ein toller Prank. Da war halt oben ein qualmendes Paket, das rauchte. Deswegen habe ich das nach unten gebracht in die Badewanne, damit es hier ausrauchen kann und es war anscheinend noch am Brennen. Das komplett muss raus. Komplett muss raus, komplett. Ja, ich wusste halt echt nicht, dass das noch brennt. Das war nur ein Qualmen. Ich werde den Armand fragen, dass der vorbeikommt und sich das mal anguckt. Aber unter 5000 Euro kommst du nicht weg. Oh. Ich hab gerade irgendwie voll Bock, die Pakete aufzumachen. Ich weiß nicht wieso, aber diese Badewanne hat mir voll den Motivationsschub gegeben. Also, schlimm was, eine kaputte Badewanne kann das eh nicht mehr werden. Let's go, let's go, let's go! Warum ist mein Tisch jetzt kaputt? Wollt ihr mich verarschen? Ah, Mann! Warum geht immer alles kaputt? Okay, ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor dieses Paket. Das wurde mit 3 Fragezeichen-Klebeband zugemacht. Hi Nisenow, kannst du deine Privatnachrichten mal durchsuchen, weil ich da John Bauer heiße, was nicht mein richtiger Name ist, mein richtiger Name ist Jana. Kann... Eine Jana, die sich John Bauer nennt, okay. Okay, das hier sind die Privatnachrichten von John Bauer. Einmal bin ich ein Chinese und sonst... Mein Paket ist so ein kleines, ganz kleines Ding. Und wenn du diese Mandarine nicht in deinem Hintergrund anschaust, dann komme ich zu dir und schlag dir eine rein. Ja. Okay, 11-jähriger John Bauer will mir einer in die Fresse hauen, wenn ich diese Mandarine nicht in den Hintergrund hinstelle. Das werde ich machen für dich, Dankeschön. Dankeschön, John Bauer, für die schönen Geschenke. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Das ist dieses hier, aber warte, bevor wir das aufmachen, ich muss euch was zeigen. Guck mal, ich habe zum Geburtstag Stelzen bekommen, Topfstelzen, kennt ihr die? Die sind voll cool. Guck mal, die sind doch voll cool, oder nicht? Okay, da bin ich gespannt. Ach du Scheiße. Okay, wir haben hier einmal sehr viele Süßigkeiten. Dann haben wir hier einmal ein Huhn. Der hat ein Ei gelegt. Soll das so benutzt werden?
Seifenblasen, glaube ich. Ist ja voll geil! Ist ja mega nice! Das ist so ein Dinosaurier-Ei! Wir tun das einfach mal hier rein. Vielleicht Ende des Tages haben wir schon Dinosaurier hier im Hintergrund. Da bin ich mal gespannt. Noch eine Mandarine! Yes! Wir haben noch einen Gustav. Penispantoffeln finde ich auch mega schön. Dankeschön. Dankeschön für die Hello Kitty Kondome, die werde ich nicht benutzen. Dann haben wir noch einmal so ein Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe es nur bei den Mädels früher gesehen. Irgendwie so 1, 2, 3, 4. Ich bin jetzt dreimal hier Wasser. Einmal Fischwasser, Leitungswasser und Wasser. Probieren wir mal Fischwasser. Ja, schmeckt nach Fische, okay. Und dann noch einmal hier das Wasser. Bin ich mal gespannt. Also wenn da jetzt wirklich Scheiße drin ist. Ja, schmeckt nach Scheiße. Wir haben hier auch noch ganz viele Luftballons. Übrigens, das schöne Huhn im Hintergrund im letzten Video musste ich leider abnehmen, weil es kaputt gegangen war. Aber ich habe für heute einen besseren Hintergrund. Thomas. Ich werde diese Sticker nie wieder von meinen Fenstern bekommen. Wusstet ihr, die Geschenke vom letzten Video habe ich da im Hintergrund aufgehangen? Also sieht doch eigentlich... Ah, scheiße. Machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Das ist dieses hier. Das ist von Lukas. Hallo, ich heiße Lukas. Ich habe für dich ein kleines Rätsel. Das Paket mit dem draufgeklebten Pappe schloss erst öffnen, wenn der dreistellige Code herausgefunden wurde. Okay, wir dürfen dieses Paket erst öffnen, wenn wir diese drei Rätsel gelöst haben. Ich könnte theoretisch auch einfach hier das Paket aufreißen, aber dann würde ich wahrscheinlich ein Kind zum Weinen bringen. Deswegen lasse ich das mal für heute. Ach du Scheiße. Sag mir bitte, dass das einfach nur da war als Papier. Bitte, lass mich hiermit nichts machen. Bitte, okay. Fangen wir an mit dem ersten Rätsel. Finde in den großen Zeitungshaufen 5 YouTube-Links. Ach, halt's Maul. Suchen wir einfach mal. Wir suchen jetzt einfach. Wo ist der YouTube-Link? Wo ist der YouTube-Link? Oh, so langsam wird's knapp. Ich soll noch 5 Links finden. Alles ist schon fast weg. Hä? Ich habe keinen Link gefunden. Ich hasse dich. Ich habe hier gerade ernsthaft 2 Stunden diese Zeitungen. Du hast keinen Link dazu gepackt. Da war gar kein. Da ist einer! Ich habe einen gefunden! Als ob! Ich habe hier noch einen Link gefunden. Ich hoffe, das ist es. Suchen wir weiter. Ich habe noch einen Link gefunden. Ich hoffe, jetzt ist es das. Dieses Rätsel ist scheiße, wirklich. Es ist scheiße. Aha! Da haben wir es doch! Jetzt aber. Erste Nummer ist 5. Let's go! Ich hab dich alle gemacht! Let's go! Das nächste ist die Röhre mit dem Buchstaben drauf. Röhre mit Buchstaben. Hier musst du einen Zettel finden, der irgendwo in der Box versteckt ist. Das kann man drehen. Ist das Sinn der Sache, dass man das dreht? Was? Wie soll ich denn hier einen Zettel finden? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht Sinn der Sache war. Ich finde keinen Zettel. Wo soll denn hier ein Zettel sein? Ah! Okay, wir haben den Zettel gefunden hier, die Nummer ist 3 und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Rätsel. Du darfst jetzt puzzeln, um die letzte Zahl herauszufinden. Hiermit puzzeln? Ja, das überspringen wir. Okay, wir haben alle Aufgaben geschafft und jetzt dürfen wir das Paket aufmachen. Alles klar, wir haben hier einmal, cool. Vielen Dank dafür. Und dann haben wir hier eine sehr schöne Zeichnung. Paket von der lieben Hanna. Warte, bevor wir das aufmachen, wie sieht es eigentlich aus mit meinem Dino? Da bin ich mal gespannt. Ah, der ist noch gar nicht weit. Die Schale ist gerade mal auf. Ich habe mal im Internet gelesen, dass man solche Dinosaurier-Eier, die wachsen, dass sie schneller wachsen mit saurem Gurkenwasser. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Wisst ihr Leute, das ist schwerer als erwartet. Das ist echt gar nicht mal so einfach. Normalerweise kriege ich solche Gläser auch... Aber dieses Mal...
Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Das ist dieses hier von der lieben Hanna. Bin ich mal gespannt. Wir haben hier ein paar sehr verranzte Pokémon-Karten. Erste Karte ist Camembert. Dann haben wir danach Gustav! Danke für den Konfetti. Was hat die denn hier? Dieses Konfetti war mal ein Manga. Alles klar, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Das ist dieses hier. Hoffentlich kriege ich jetzt wirklich mal was richtig Cooles. Irgendwie etwas von einem Fan, der mich auch wirklich richtig mag. So wirklich Fan-Fan. Und nicht ein Fan, der mir 5 Millionen Zeitungen zuschickt, die ich dann durchsuchen muss. Okay, bin ich mal gespannt, was wir hier jetzt haben. Was? Was? Was willst du mir hiermit sagen? Was? Was willst du mir hiermit sagen? Jetzt mal, komm, jetzt mal ehrlich. Was willst du mir hiermit sagen? Warum schenkst du mir ein Lasso? Danke für das schöne Lasso, hat mich sehr gefreut. Machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Das ist dieses kleine gute Stück. Aha, das ist vom YouTuber Inzucht TV, cool. Kann ich das irgendwie so hiermit aufmachen oder so? Ich habe noch nie ein Lasso gesehen, dass man so stramm ziehen kann. Das ist schon ziemlich cool. Dann haben wir einmal einen super schönen Brief. Hallo Elias. Nein! Kann jemand erraten, was das ist? Ich glaube, ich weiß es schon. Ich habe gerade leider nur einen Handschuh gefunden. Hallo Elias, ich habe aus Knabbermix, einer Wassermelone und meiner inhalierbaren Socken eine kleine Inzucht-TV-Figur gebastelt. Okay, er schenkt mir also eine Figur mit seinen Haaren. Ich will nicht wissen, welche Haare das sind. Knabbermix und eine Wassermelone. Soll ich das aufmachen? Okay, das hier ist der coole Knabbermix. Das geht noch. So, das ist gar nicht mal so verschimmelt. Aber hier die Wassermelone, um ehrlich zu sein, will ich die nicht aufmachen. Da ist ja gar keine Wassermelone. Das ist eine Mandarine. Außerdem ist die gar nicht mal so verschimmelt. Danke, Inzucht TV. Dein Geschenk war scheiße. Trotzdem bedanke ich mich bei dir. Warte, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit meinem Dinosaurier-Ei? Wir schauen noch mal rein. Oha, das geht ja wirklich schneller mit Gurkenwasser. Aber er ist immer noch nicht aus seinem Ei raus. Du brauchst mir zu lange. Wir machen das jetzt auf die gewalttätige Art und Weise, ob du es willst oder nicht. Du kommst aus deinem Ei jetzt raus, ich sag's dir. Eins. Zwei. Drei. Nee, okay, wisst ihr was? Das lassen wir mal lieber. Ich habe keine Lust, dass mein Tisch wieder kaputt geht. Ich lerne aus Fehler. Also ihr könnt mir sagen, Elias, du bist dumm, aber ich werde denselben Fehler nicht nochmal machen. Deswegen mache ich das auf eine andere Art und Weise jetzt. Ja, die Art und Weise hat auch nicht funktioniert. Schmeckt nach Gurke. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Hi. Weißt du, was du gemacht hast für die Badewanne? Nee, was ist denn damit? Komm. Ja, ich hab's gesehen, die ist kaputt, okay? Hat die Mama schon gesehen, also... Die weint jetzt gerade! Wirklich? Ernsthaft? Scheiße. Die war wirklich am Weinen. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt fühle ich mich echt schlecht. Wisst ihr was? Ich werde es mit meiner Mama wieder gut machen. Ich werde ab sofort, wenn ihr jetzt reinschaltet, bin ich 4 Tage online auf Twitch. Der ganze Stream ist für meine Mutter, den werde ich für meine Mutter machen. Und im Stream werde ich 4 Tage lang nur Brokkoli essen. Ich habe keine Ahnung wieso, ich dachte, das wäre witzig. Wir machen jetzt noch ein letztes Paket auf, auch wenn es mir jetzt gerade nicht so gut geht. Machen wir einfach mal hier dieses schöne Kackpaket. Dann habe ich fürs nächste Video noch ein Kackpaket und 2 Bomben. Okay, versuche mich jetzt gerade ein bisschen zu konzentrieren, dass ich für dieses Paket ein bisschen glücklicher werde. Wir haben hier einmal ein schöner Bilderrahmen. Also das sieht wirklich gut aus. Also ich glaube, da ist doch keine Scheiße drin. Dann haben wir hier sehr viele Sour Straws. Das sind Süßigkeiten, glaube ich. War diese Haare von Inzucht TV das Allerschlimmste. Oh, Glückskekse. Bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier drin? Sei cool.
Moin Elias, ich wollte mich dafür bedanken, dass du mich und andere mit deinen Videos immer zum Lachen bringst und ich wollte fragen, ob du in einem Video mal 30 Sekunden tanzen kannst. Okay, ich soll tanzen? Ja, kann ich machen. Mein ganzer Boden ist voll gemüllt. Da ist wirklich sehr viel Müll auf dem Boden, aber das seht ihr nicht. Und auf dem Boden liegt sehr viel Papier, was sehr gefährlich ist. Wir haben hier einmal magischer Sand. Ah, scheiße. Sollte echt Sachen vorsichtiger aufmachen. Schon crazy. Aber was mache ich jetzt hiermit? Vielen, vielen Dank, Vanessa, für die tollen Geschenke. Das hat mich sehr gefreut. So, das war's mit diesem Video. Schaut im Stream rein. Also diese 4 Tage quäle ich mich nur für meine Mutter. Wahrscheinlich sitze ich da jetzt gerade und bin da jetzt Brokkoli am Essen. Falls ihr wollt, dass ich die restlichen Pakete aufmache, diese Bomben- und Kackpakete noch, dann abonnieren, Glocke aktivieren und stay fresh. Socken in der Leben.